willkommen zurück zu einem weiteren Vorstellung von Maps, Mods und Updates, die im Giants Mod Hub veröffentlicht worden sind. Und zwar sprechen wir heute von einer neuen Map, 15 neuen Mods und 3 Updates. Heute schreiben wir den 28. Januar 2022. Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming. Bevor wir starten, Sandro LS19, ganz herzlichen Dank für dein Abo. Ich möchte mich natürlich auch noch bei all denen bedanken, die gestern im Livestream mich unterstützt haben und auch die Abos von Steffen und Maxi und alle die anderen, die mich im Livestream gestern unterstützt haben. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich arbeite bereits an dem Let's Play, an der Episode 2, also das heißt an der Fortsetzung, wo wir gestern aufgehört haben. Ich habe mich entschieden, dass wir jetzt jeden Donnerstag um 18 Uhr einen Stream machen über dieses Let's Play, dass wir ein bisschen vorankommen und dass ich auch quasi jede Woche einmal ein bisschen in Berührung mit den Zuschauern kommen, wo sie sich melden können, wo sie Fragen stellen können, wo ich Fragen stellen kann, wo wir uns gemeinsam unterstützen. Und bei Bedarf kann das natürlich ausgeweitet werden auf vielleicht Montag und Donnerstag. Im Moment lassen wir es erstmal mit dem Donnerstag 18 Uhr. Ganz, ganz herzlichen Dank allen nochmal, die gestern dabei waren und allen, die jetzt eingeschaltet haben. Wir legen gleich los und zwar schauen wir hier auf die neue Map, die heute im Giants Mod Hub veröffentlicht worden ist. Und zwar kommt diese Karte von The Lord, Downloadgröße 42,11 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Die Map heißt die Baumap. Herzlich willkommen auf der Baumap. Hier kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen und die Map nach deinem Vorlieben gestalten. Wir schauen uns einfach mal rundrum hier. Also wir haben es hier mit einer ziemlich, sagen wir mal, einer normalgrößen Map zu tun. Also eine Einfach-Map. Alles flach, schön quadratisch. Auch hier unten, da ist einiges vorhanden. Aber schauen wir uns das kurz im Detail an. Ich gehe nicht allzu sehr auf diese Map ein, nachdem wir die Map gesehen haben, die Calmston Farm gesehen haben, die letzte Woche herausgekommen ist. Muss ich einfach sagen, hier fehlt einiges an Detailarbeit, aber ist ja auch nicht diese Art von Map gewollt, sondern es ist eine Map, wo man sich kreativ ausleben kann. Ein bisschen im Stile von No Man's Land. No Man's Land gibt dir ein bisschen mehr vor. Hier hast du wirklich gar nichts. Hier kannst du selbst aufbauen. Du kannst Terraforming machen. Du kannst alles machen, was dir deine Fantasie vorgibt. Und daher bleiben wir nicht allzu lange hier auf dieser Map. Herzlich willkommen, wenn du die downloaden willst. Natürlich ganz gerne. Ich werde hier definitiv kein Let's Play drauf starten. Wir schauen uns trotzdem mal kurz die Karte an. Also wenn wir hier sehen können, das ist alles, was hier vorhanden ist. Also wir haben hier natürlich den Händler. Dann haben wir hier den Bauernmarkt, also ein Verkaufspunkt. Dann haben wir 3 Produktionsstätte hier. Das ist die Ölmühle, die Getreidemühle und die Bäckerei. Bitte ignoriert diese 3 Icons, die sind von mir hergestellt worden für diesen Überblick über diese Mods, die heute veröffentlicht worden sind. Dann haben wir hier das Farmhaus, dann hier das Farmsilo, das Hofsilo. Wir haben einen Wassertank, dann haben wir einen Viehhändler und wir haben einen weiteren Verkaufspunkt, welches das Fastfood-Restaurant ist. Es gibt insgesamt 6 Felder, alle so in der Größe von 2 bis ca. 5 Hektaren groß, also die Acker, die bereits vorhanden sind. Das sind also so diese 6 Felder. Wie gesagt, also es gibt nicht vieles zu entdecken. Es gibt ein bisschen Material da stehen, ist ziemlich Standard. Also ich werde mich jetzt hier nicht wirklich weiter damit auseinandersetzen. Falls ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen, falls ihr möchtet, dass ich hier eine detaillierte Vorstellung mache über diese Karte. Ansonsten würde ich sagen, legen wir gleich los oder gehen wir gleich weiter mit der nächsten Mod. Und zwar ist das die Mod Achte auf dein Stroh. Das ist eine Mod, die hat ein Update bekommen. Und zwar kommt diese Mod von Vertex Float. Downloadgröße 11 KB, jetzt in der Version 1.0.0.1 und ist für PC und Mac. Mit diesem Mod kann loses Stroh oder Strohschwad vom Schneidewerk eingezogen werden. Stell daher sicher, dass du dein Schneidwerk aushebst im Arbeitsmodus, ansonsten wirst du nützliches Material verlieren.
gehen wir gleich zum nächsten Update. Und zwar kommt das von Camilos 0397. Das ist das John Deere Koffergewicht. Downloadgröße 1,76 MB. Jetzt in der Version 1.1.0.0 und für alle Plattformen. Das John Deere Koffergewicht kommt in verschiedenen Variationen, einmal 360 Kilo, 560 Kilo, 760 Kilo, 1010 Kilo, 1100 und 78 Kilo mit einem Aufsatz. Der Changelog sagt, dass weitere Farbkonfigurationen hinzugefügt worden seien. Also wir haben jetzt hier die Hauptfarbe, da haben wir die Standardpalette. Dann haben wir bei der Designfarbe den Teil, der dann auch angehängt wird, also die Kupplung mehr oder weniger. Und die Aufbaufarbe haben wir dieses Anbauteil, das hinzugefügt worden ist. Dieses hier, das ist die Aufbaufarbe. Ja? Der Preis variiert je nach Konfiguration zwischen 800 und 2000 Euro, exklusive der Farbkonfigurationen. Die nächste Mod, und zwar diesmal jetzt eine neue Mod im Giants Mod Hub, kommt von Pepe978 und FSI Group. Downloadgröße 10,86 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um eine Kreiselecke. Die Mod-Beschreibung sagt, die sehr schwere Butenfräse braucht zwischen 240 und 280 PS, hat eine Zapfwelle mit 1000 Umdrehungen pro Minute, Gewicht 2980 Kilo. Bei dieser Fräse können Sie gleichzeitig pflügen und kultivieren. Wenn Sie Ihr Feld erweitern möchten, aktivieren Sie einfach die Funktion. Wir haben es hier tatsächlich mit 2,9 Tonnen zu tun. In der Grundausstattung hier braucht die Fräse oder die Kreiselecke 250 PS, Arbeitsbreite 5,20 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 13 km/h. Preis für die Standardausführung kostet 16.500 Euro. Wir können hier eine Konfiguration durchführen, und zwar können wir ein Warnschild hinzufügen oder halt ohne. Das ist alles, was an Konfigurationsmöglichkeiten vorhanden ist. Es ist darauf zu achten, dass das Ausklappen seine Zeit in Anspruch nimmt. Also wenn ich jetzt die X-Taste drücke, also ich drücke die Taste jetzt. Also ihr könnt sehen, es dauert also wirklich eine Weile, bis die Teile sich bewegen. Es ist also nicht so wie bei den normalen Instrumenten, die sofort reagieren. Also ich drücke jetzt nochmal die X-Taste, und zwar jetzt. Also mir ist das vorhin auch so passiert. Also ich habe auch das Gefühl gehabt, das klappt nicht, da ist ein Bug drin. Nee, das ist wahrscheinlich so gewollt. Also es dauert hier, also das Aufklappen dauert ein bisschen etwas, ja. Wir kommen zur nächsten Mod, und zwar kommt diese von Agrardesign Austria. Und zwar diese zwei orangen Teile sind ein Teil von diesem Pack, und zwar dem Hauer BW Greifer Pack. Downloadgröße 7,15 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Das Pack besteht aus einer Rundballenzange, einer Silageballenzange, einem Polterschild und einer Reisiggabel. Dieses Pack, wie gesagt, besteht aus vier verschiedenen Werkzeugen. Einmal haben wir hier die 919er, das ist also eine Rundballenzange. Kostenpunkt 3.550 Euro. Konfigurationsmöglichkeit haben wir hier orange und schwarz. Bei der orangen Version gibt es hier die Möglichkeit, die Designfarbe zu ändern zu rot. Und zwar ist das hier dieser Hydraulikteil. Das haben wir aber nur in der orangenen Version. Hier wird angegeben, dass durch die spezielle Kinematik hat die Hauer Rundballenzange eine größere Öffnungsweite als die Hauer Silagenballenzange und die zum Transport von Rundballen mit einem Durchmesser von bis zu 1,80 Meter. Das ist also diese hier. Dann kommen wir zu der 915er.
Das ist jetzt diese Silagenballenzange, wurde für den Transport von Silagenrundballen mit einem Durchmesser von bis zu 1,55 Meter konzipiert. Hier der Preis bei 1890 Euro und hier haben wir in der Konfiguration die Möglichkeit zwischen Orange und Schwarz. Dann kann der Ankupplungstyp geändert werden von Euroaufnahme, Dreipunktaufnahme oder die beiden Aufnahmen kombiniert. Wir kommen zu diesem Hauer-Polter-Schild, wurde speziell zum Stapeln und Verladen von Rundholz aller Stärken entwickelt. Preis für dieses Werkzeug 3040 Euro und hier haben wir die Möglichkeit, das Design zu ändern zwischen Orange und Schwarz. Zu guter Letzt kommen wir zu der Reisiggabel und zwar kostet die 5030 Euro und ist zur Aufnahme und zum Verladen von Reisig, Strauchschnitt und schwachem Rundholz von bis zu ca. 1,20 Meter konzipiert worden. Auch hier gibt es die Möglichkeit zwischen Orange und Schwarz zu wählen. Auch von Pepe 978 und FSI Group kommt der Landini 6L und zwar als Serie und mit der Downloadgröße von 29,08 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Der Landini 6L T4i Series kommt standardmäßig mit 143 PS, wird manuell geschaltet und hat Lastschaltstufen, Tankfüllmenge von 270 Liter, 38 Liter DEF, 50 km/h Maximalgeschwindigkeit und wiegt 7,3 Tonnen. Direkt ab Katalog kostet dieser 125.500 Euro und kann mit den folgenden Punkten konfiguriert werden. Zum ersten hier Konfiguration Frontkraftheber kann entfernt werden und ersetzt werden mit Frontgewicht und zwar von 135 Kilo, 405 Kilo, 585 Kilo und zurück zu der Kupplung. Bei den Reifenherstellern kann gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Vredestein, Nokian und Trelleborg. Die Reifenvarianten spiele ich nicht alle durch. Dann kann hier des Weiteren gewählt werden, ob ein Frontkotflügel hinzugefügt werden soll. Dann beim Frontlader haben wir die Möglichkeit zu sagen Stoll, Quickie oder Hauer. Die Motorenausführung können wir erweitern und zwar vom 145er mit 143 PS zum 160er mit 163 PS, den 175er mit 176 PS und zurück zu der Version, die hier standardmäßig steht. Dann natürlich kann auch hier die Guidance Steering Mod aktiviert werden und bei den Farben haben wir bei der Hauptfarbe 1, 2, 3, 4 verschiedene Blau und bei der Felgenfarbe haben wir Schwarz oder Grau. Das Nummernschild ist natürlich hier auch vorhanden und somit kann dieser italienische Traktor zu euch auf dem Hof kommen. Gerade daneben haben wir auch einen neuen Traktor, der hinzugekommen ist und zwar kommt dieser von Schnippelmodding. Downloadgröße 9,49 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Es handelt sich dabei um den Fendt Vario 300. Kommt in der Grundausstattung mit 113 PS, stufenloser Schaltung, 210 Liter Tankfüllmenge, 23 Liter DEF, 40 km/h Maximalgeschwindigkeit und 5,2 Tonnen Gewicht. Kostenpunkt so direkt ab dem Katalog 107.500 Euro. Konfigurationen haben wir bei den Reifen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Vredestein, Nokian und Trelleborg. Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht alle durch. Rundumleuchten können hinzugefügt werden zwischen keiner, links, rechts und beide. Beim Frontladeranbau kann gewählt werden zwischen Quickie und Hauer. Motorenausführung gibt es den 3.11er, so wie er da steht, mit 113 PS, den 3.12er mit 123 PS, den 3.13er mit 133 PS und den 3.14er mit 142 PS. Auch hier kann der Guidance Steering Mod
aktiviert werden und bei den Farbausgaben haben wir hier bei der Hauptfarbe eine größere Palette an Grün, Petrol und Schwarz und bei den Felgenfarben haben wir eine eingeschränkte Palette zwischen Rot, Schwarz, Grau glänzend und Beige. Der Armor Arrow, einem Tiefenlockerer von Miro Z, Downloadgröße 1,89 MB, Version 1.0 und für alle Plattformen. Kommt standardmäßig mit einem Gewicht von 900 Kilo, braucht 130 PS und hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h. In der Grundausstattung 9000 Euro, kostend kann erweitert werden zu 4 Metern und bei der Farbausgabe haben wir ein Ermo Grau und ein Ermo Weiß. Es ist zu beachten, dass dieser vorne und hinten eine Aufhängung hat und da kommen wir gleich zu der nächsten Mod und zwar ist das hier der Ermo Ghibli 300, kommt ebenfalls von Miro Z, Downloadgröße 5,97 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen und zwar ist dies hier jetzt eine Scheibenecke. Kommt mit einem Gewicht von 1,7 Tonnen, braucht 150 PS, Arbeitsbreite 3 Metern und 16 km/h Arbeitsgeschwindigkeit. 14.000 Euro kostet diese Scheibenecke in dieser Auswahl oder in dieser Konfiguration hier. Wir können hier dann entscheiden, ob die Walze stehen bleibt als Stabwalze oder eine Ringwalze hinzugefügt wird. Und natürlich haben wir hier dieselben Farbmöglichkeiten wie im vorhergehenden Modell. Also es ist natürlich daher ganz klar möglich, dass man den Tiefenlockerer direkt mit der Scheibenecke hier verbindet, so dass man quasi diese beiden Arbeitsschritte in einem machen kann. Klar, die Arbeitsbreite ist 3 Meter, also wenn man dann den Tiefenlockerer mit der 4 Meter breiten Version nimmt, dann wird dies hinfällig, weil es natürlich dann nicht mehr so klappt, wie es klappen sollte. Wir kommen zu dem dritten Update, das heute veröffentlicht worden ist. Und zwar kommt dies von Nick Mori LS. Downloadgröße 10,81 MB in der Version 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier das Update vom Class Axion 800 Serie. Der Changelog sagt, dass in der Version 1.0.0.1 dass die schwebenden Decals an der Heckscheibe ausgebessert worden sind. Ebenfalls wurden die schwebenden Decals an den Warntafeln ausgebessert. Der Rotationspunkt des Heckscheibenwischers ist ausgebessert worden und die Moddesk-Version auf 63 erhöht worden. Wir schauen den uns ganz kurz im Shop an und zwar gehen wir hier überhaupt keine Details durch. Dieser ist schon eine Weile herausgekommen, wurde jetzt einfach lediglich mit den bereits erwähnten Punkten erweitert. Von JMC kommt die nächste Mod und zwar Maschinen für die Big Bags. Downloadgröße 1,55 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Paket zum einen mit dem Big Bag Heber, und zwar diesen hausgemachten Big Bag Heber hier. Wiegt 400 Kilo, kostet 500 Euro und hat die Standard Farbpalette zur Auswahl. Dann kommen zwei andere Geräte hinzu, und zwar ein Rack, um Big Bags zu transportieren oder transportieren zu können. Und zwar einmal dieses hier, das ist das für ein Big Bag. Das kostet 1500 Euro und hat dieselbe Farbpalette zur Auswahl wie schon vorhin erwähnt. Und wir haben das Rack für zwei Big Bags, die damit herumgetransportiert werden können. Und diese Teile, alle drei Teile, sind gemacht, dass sie an einen Frontlader passen. Das Rack für zwei Big Bags kostet 2500 Euro und hat dieselben Farbkonfigurationsmöglichkeiten. Die nächste Mod kommt vom 50 Kedder. Es handelt sich um den Typhoon EGV 80. Downloadgröße 4,52 MB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und diese Mod hat bei mir Probleme ausgelöst. Und zwar habe ich, also sobald ich dieses Teil an den Trecker hinten angehängt habe, konnte ich
überhaupt nichts mehr machen. Ne? Da bin ich, konnte ich nur noch mich aus dem Trecker raustappen. Ich konnte noch die Escape-Taste drücken. Alles andere funktionierte nicht mehr. Also daher habe ich den jetzt natürlich nicht aufs Feld oder auf den Hof gestellt, sondern zeige euch den so. Und zwar ist das der EGV 80 AHK. Gewicht 410 Kilo, braucht 70 PS und ist 2,20 Meter breit. Kostenpunkt 4.500 Euro. Der Typhoon EGV 80 ist eine Forstseilwinde mit 80 kN Zugkraft. Also im Prinzip, wenn ich das richtig verstehe, kann an dieser Seilwinde alles angehängt werden, was einfach zu schwer ist, um manuell von Hand rumzutragen. Das heißt, man kann Maschinen einen Hang hochziehen, man kann Baumstämme auf auch einen Hang hochziehen, wenn es notwendig ist. Ja, wahrscheinlich einfach eine kraftvolle Hilfe, um schwere Objekte von A nach B zu bringen, und wenn es nicht allzu weit ist, sondern einfach in eine Situation zu bringen, wo sie dann besser gegriffen werden können oder angehängt werden können. Die nächste Mod kommt von Didi Mod Passion. Downloadgröße 10 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dieser Mod fügt das Speichern der Spielerposition hinzu. Also das heißt, egal wo du bist, kannst du speichern und beim neuen Einladen in das Spiel wirst du da wieder herauskommen. Also es ist nicht so, dass du jedes Mal bei deinem Hofhaus oder beim Bauernhaus rauskommst, sondern es ist definitiv so, dass die Position gespeichert wird. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Mod im Moment kein Multiplayer unterstützt, also kann da nicht verwendet werden, weil wirkungslos. Kommen wir zur nächsten Mod, und zwar kommt die von GTX. Downloadgröße 29 KB, Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar sind dies die Liefer- und Transportaufträge. Also, wenn wir hier gucken, haben wir vier Aufträge drin. Und zwar zum einen der Transport von Trauben. Und zwar der Auftrag ist, 11.000 Liter Trauben an das Fastfood-Restaurant zu liefern, bevor das die Zeit abläuft. Dann der nächste Hammer, Brot einer Lieferung von Brot an den Bauernmarkt zu bringen, und zwar 35.000 Liter. Dann Mais, das ist eine Aufforderung, 8.000 Liter Mais an das Fastfood-Restaurant zu liefern. Und zu guter Letzt 150.000 Liter Gerste soll an die Getreidemühle geliefert werden. Jetzt ist es so, wenn du einen Vertrag annimmst und die Menge nicht liefern kannst, wird dir dies in Rechnung gestellt. Also nimm diese Aufträge nur an, wenn tatsächlich du auch A, die Menge hast, das gut ist, dass geliefert werden soll, und B, auch, dass das innerhalb des Zeitrahmens durchgeführt wird, wie die dir gegeben wird, ja, im Vertrag. Ich weiß nicht, wie realistisch das sein soll, aber ich glaube nicht, dass jemand 150.000 Liter Gerste gerade so auf Hand hat, und ebenso wenig, dass jemand 35.000 Liter Brot so auf der Hand hat. Das ist ja auch wahrscheinlich nicht so realistisch. Das müsste man gucken, ob das überhaupt mit der Lagerkapazität der Bäckerei übereinstimmt oder ob man dann das Brot echt mal irgendwo lagern muss, um dann diese Aufträge machen zu können. Ich würde mir wünschen, dass diese ein bisschen realistischer sind. Also das einzige realistische, was ich jetzt hier gerade sehe, ist die Lieferung der 8000 Liter Mais. Die könnte man eventuell noch so auf der Hand haben, oder auch vielleicht die 11.000 Liter Trauben. Alles andere finde ich nicht unbedingt realistisch, gesehen wie groß die Karte hier ist. Also es ist nicht eine große Vierfach-Map. Dass zum Beispiel diese 150.000 Liter, das ist kein Problem, wenn man auf der Wild West spielt. Da gibt es sofort diese Mengen, wenn man erntet, oder noch mehr. Ja, das ist mein Gedanke dazu. Wir kommen zu einer Mod von Missy B. Und zwar ist es dieser kleine Flüssigkeiten-Tank. Downloadgröße 1,25 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Dieser sogenannte kleine Flüssigkeit-Tank
Tank, also der speichert, der kann bis zu 60.000 Liter Flüssigdinger oder Pflanzenschutzmittel aufnehmen. Die muss man natürlich erst kaufen und dann hierher fahren, um hier lagern zu können. Es ist also nicht so, wie das bei anderen Silos ist, wo du die quasi direkt auf dem Markt befüllen kannst und dann kannst du da einfach abzapfen. Da musst du erstmal auffüllen fahren, überhaupt kein Problem. Wie schon gestern haben wir auch heute nochmal eine Mod bekommen, welche zum Spawnen von Honigbanetten hilfreich ist. Und zwar kommt dieser Mod von Mr. Hector, Downloadgröße 0,15 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Und zwar haben wir hier diese Mod, die bringt uns einiges mehr an Optionen, um Honig spawnen zu lassen. Und zwar haben wir hier jede Menge an verschiedenen Optionen. Und zwar fängt das an mit 4 Paletten und dann auf derselben Fläche. Also wenn ich das mal nehme, ist die einiges kleiner, das ist schon klar. Da kann man aber auswählen, ob da in einer Lage oder in zwei Lagen gestapelt wird. Also bis entweder 4 oder 8 Paletten. Dann dasselbe zwischen 6 und 12 Paletten oder 12 und 24 Paletten. Die nächste Mod kommt ebenfalls von GTX, Downloadgröße 23 KB in der Version 1.0 und für PC und Mac. Und zwar erweitert diese Mod die Ballenverpackungsfarben. Und zwar können wir hier sehen, dass hier eine große Palette an verschiedenen Farben hinzugefügt worden ist. Wir können entscheiden, also in welcher Farbe die Ballen gewickelt werden sollen, also wenn wir Silageballen herstellen. Könnte sehr nützlich sein bei einem Multiplayer, dass man sagt, jeder Hof setzt hier die Farbe ein, die zum Hof passt, damit man sofort erkennen kann, zu welchem Hof diese Ballen gehören. Dann wurde auch eine Option hinzugefügt, der zufälligen Folienfarbe. Also man kann diese einschalten und dann sollte es eigentlich sein, dass die Folienfarbe sich ändert. Wir werden das gleich mal ein bisschen testen. Ich habe da mal ein bisschen was vorgemäht, also wir legen gleich mal los. Also haben wir einmal rosa oder altviolett. Dann kommt einmal dunkelviolett zum Vorschein. Dann kommt orange. Könnte also dort allerdings eine witzige Option sein. Jetzt kommt, glaube ich, wieder violett. Genau. Also wie ihr hier sehen könnt, also es wird richtig bunt, also die Wahrscheinlichkeitsrate ist also so, dass es sagt, dass zwischen 1 und 6 Ballen wird dann die Farbe geändert. Also das ist ein rein zufällig, also im Zufälligkeitsprinzip wird hier die Farbe gewählt. Viel Spaß damit, also ich finde es lustig, ich weiß nicht, ob ich das brauche auf meiner Farm, aber eher auf einem Multiplayer könnte es tatsächlich sehr nützlich sein. Dann kommen wir zu der letzten Mod, die heute veröffentlicht worden ist, und zwar kommt dieser von Omatana, Downloadgröße 8,89 MB in der Version 1.0 und für alle Plattformen. Diese Mod heißt Saisonale Deko, und zwar sind das... Wir haben diese Objekte hier, also einmal haben wir diesen Pflanzentopf hier, diesen hier, den hier, die Schubkarre oder ein Set von den verschiedenen Produkten zusammen. Und zwar sollen die sich saisonal verändern. Also je nachdem, welche Saison ist, wird da andere Sachen entweder in der Schubkarre, Pflanzen oder so weiter hier drin sein. Ich werde jetzt mal den HUD einschalten und werden wir mal ein bisschen vorspulen, dass wir mal in den Herbst kommen und so weiter, damit wir sehen können, wie sich das verändert. So, wir sind im Herbst angekommen. Ihr könnt sehen, also Halloween hat uns fest im Griff hier. Wir gehen weiter. Okay, wir sind im Winter angekommen. Wir haben Schneemänner ohne Ende und zwar jede verschiedene Konfiguration hier. Jetzt schauen wir noch das Frühjahr an.
Dann haben wir das ja gesehen, wie sich diese Objekte verändern. Finde ich sehr schön gemacht, Omatana. Ganz herzlichen Dank, finde ich lustig. So, auch wenn der Schnee noch ein bisschen fällt, wir sind im Frühjahr angekommen. Machen wir so, dass noch ein bisschen heller wird. Okay, wir gehen dahin. Also, auch wenn es noch schneit, aber wir haben Ostern. Also hier kommt die Osterdekoration. Frühjahr kommt die Osterdekoration hervor. Sehr schön, echt witzig gemacht, super schön, gefällt mir. So, liebe Leute, das war es denn auch schon wieder für heute. Ich glaube, das waren die letzten Mods dieser Woche, die vorgestellt werden oder worden sind. Ich glaube nicht, dass morgen Mods vorgestellt werden. Ich werde ich werde natürlich ein Auge drauf halten, was im Mod Hub passiert. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ganz, ganz herzlichen Dank. Bitte vergesst nicht, den Livestream, der gestern war, nochmal zu gucken. Oder für die, die es noch nicht gesehen hat, diesen zu gucken, damit ihr den Anschluss nicht verpasst. Auf das nächste Kapitel des Kamsten Farm Let's Plays. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns entweder da. Eure Kommentare würden mich da natürlich freuen da. Oder wir sehen uns beim nächsten Livestream. Ganz herzlichen Dank. Und ein schönes Wochenende an alle. Danke, tschüss und hasta luego.